Hey, schön, dass ihr dabei seid. Es ist heute Freitag und ein besonderer Freitag, denn es ist der zweite Teil des Himmelfahrtsquiz. Wir haben ja lange Wochenende und wir haben uns gestern darüber unterhalten, was für ein Feiertag ist. Und wir haben uns den Bericht angeguckt, den wir in der Apostelgeschichte finden, was da beschrieben steht, was geschehen ist an diesem Himmelfahrtstag. Und heute habe ich nochmal eine Frage zu dem, was ich euch gestern erzählt habe. Und zwar haben wir gesagt, der Himmelfahrtstag ist der, wo eine wichtige, zentrale biblische Person von der Erde in den Himmel gefahren ist zu seinem Vater. Wir haben auch gesagt, das, was damit gemeint ist, ist nicht irgendwie, dass diese Person jetzt in dem sichtbaren Umherkreis da irgendwo wie ein Satellit, sondern in eine unsichtbare Welt gegangen ist, die wir mit unseren Augen so nicht sehen können. Meine Frage ist jetzt an euch, wer war das? Könnt ihr das noch erinnern? Sonst könnt ihr ja nochmal reinklicken in den Film von gestern und dann könnt ihr es ja hören, da sage ich es. Okay, meine Frage ist, ich habe euch wieder 4 Antwortmöglichkeiten mitgegeben. Wer ist das? Ist das A, ist das Josef von Maria? Ist das B, der Patriarch, der Stammvater Abraham? Ist es C, Jesus Christus? Oder ist es D, der Apostel Paulus? Wer von diesen 4 vorgeschlagenen Personen ist an Himmelfahrt von der Erde in den Himmel gefahren? Also nochmal, war es A, Josef, war es B, Abraham, war es C, Jesus, war es D, Paulus? Wenn ihr es wisst, dann schreibt uns hier auf YouTube oder bei Instagram oder WhatsApp und fürs Mitmachen und richtig raten bekommt ihr wieder einen kleinen Preis. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist Check-in zu den Zeiten, wie wir es jetzt gerade dürfen, wieder auf. Aber wann und wie genau was ist, das sagt euch die Jasmin dann wieder in ihrem Montagsvideo. Erstmal schönes Wochenende euch. Toll, dass ihr dabei seid. Klasse, dass ihr in Check-in kommt. Macht's gut.